Trainings-Arcs in Shonen-Serien sind ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite schätzen viele solche Arcs, weil sie einem ein nachvollziehbares Gefühl für den Fortschritt der Stärke einer Figur verleihen und extrem motivierend sein können. Auf der anderen Seite können sie, wenn schlecht platziert, auch von einer Haupthandlung ablenken, sodass man sich fragt, ob der Mangaka dieses Training nun eingeführt hat, weil er sonst das nächste Kräfte-Update nicht hätte erklären können, oder weil er es sich nicht leisten konnte, den Protagonisten zu lange nicht mehr zu zeigen. Und so sehr ich Dragon Ball und Naruto liebe, im Manga können sich beide nicht wirklich damit rühmen, Meister dieses Handlungspunktes zu sein. Ich selbst stehe sehr positiv gegenüber Trainings-Arcs, unabhängig von ihrer Länge. Schließlich war das ein nicht gerade unwichtiger Punkt in meinem ersten Dragon Ball Video. Aber so sehr ich den motivierenden Charakter oder die stärkere Ausführung einer Charakterwandlung in diesen Arc schätze, passiert es sogar in meinen Lieblingsserien, dass mir Trainings-Arcs vorgesetzt werden, die mich mehr stören als vielleicht andere Zuschauer. Dann wiederum gibt es Fälle, wo Zuschauer für bestimmte Serien längere Trainings-Arcs oder überhaupt welche fordern, wo ich eigentlich keine Probleme sehe. Ich bin mir sicher, jeder von uns hat mal in einem Kampfmanga oder Anime Momente erlebt, wo man nicht anders konnte, als sich an die Stirn zu fassen, weil man nicht verstehen konnte, womit man gerade seine Zeit verschwendet. Manchmal geschieht das leider bei Serien, die etwas länger gehen und dann in einem wichtigen Kampf das bringen, was wohl die schlimmsten drei Worte sind, an die man denken kann. Deus Ex Machina. Dieser Moment, wenn sich ein Autor aus unterschiedlichen Gründen in eine erzählerische Ecke schreibt und dann einfach nicht mehr rauskommt und sich schnell überlegen muss, wie die Situation angemessen gelöst werden kann. Dafür kann man entweder Verständnis aufbringen, weil die Serie bereits früh damit anfängt, Elemente dieses Tropes als Teil des Konzeptes zu verkaufen, weil die Serie sich vielleicht nicht ganz so ernst nimmt oder weil sie abgesetzt wurde und entsprechend schnell und ohne Rücksicht auf Verluste beendet werden muss. Dann gibt es wieder Beispiele, ich denke da spontan wieder an Naruto, wo ein Autor eine Figur so mächtig schrieb, dass man nur zähneknirschend sein Okay geben konnte, weil der Mangaka bei der Lösung zumindest auf etwas zurückgriff, das er kurz zuvor etablierte. Dennoch würde ich lügen, wenn ich mir nicht eingestehen würde, dass mir ein Trainings-Arc vor diesem Kampf, samt Entscheidung durch die Arbeitenkräfte von Naruto und Sasuke, besser gefallen hätte. Zwar hätte selbst ein kurzer Trainings-Arc schwer in den narrativen Kontext des Madara-Kaguya-Arcs gepasst, doch Kishimoto hat es aus meiner Sicht schon vorher mehrmals versäumt, einen Trainings-Arc effektiv einzusetzen. Zwar gab es zu Beginn von Naruto mehrere Segmente, wo das tatsächliche Lernen von grundlegenden Techniken wichtig war und dies in Form kürzerer, aber angemessener Trainingsabschnitte begleitet werden konnte, doch je weiter die Handlung voranschritt, desto mehr mischte sich das ein, was ich einen Pseudo-Trainings-Arc nenne. Nämlich einen Handlungsabschnitt, der wie ein konventioneller Trainings-Arc beginnt, sei es, dass Naruto das Rasen Shuriken lernen will oder den Zenin-Modus meistern möchte, und wir dann die wichtigsten Ereignisse überspringen und oder sie erst später in einem Flashback präsentiert bekommen, nachdem Naruto seine erlernten Techniken an seinen Gegnern auslässt, sodass man sich zurecht fragen kann, warum der Beginn des Trainings so detailliert beschrieben wurde, wenn der wichtigste Teil in einem Flashback dargestellt werden kann. Übrigens nicht sehr viel anders als in späteren Teilen Dragon Balls, wo wir gesagt bekommen, dass sich die Figuren nun ein oder drei Jahre auf einen harten Kampf vorbereiten, ohne dass wir, mit Ausnahme von Fillern vielleicht, detailliert begleiten, was und wie die Figuren trainieren, oder dass wir mitbekommen, wie zum Beispiel Vegeta und Trunks den Raum von Geist und Zeit betreten und dann zum Beispiel später gesagt bekommen, dass Trunks eine Möglichkeit gefunden hätte, seinen Vater zu übertreffen, ohne dass dieser im selben Raum davon mitbekommen habe. Warum genau haben wir diese Dinge nicht gesehen? Ich meine, wirklich zur Spannung trägt es nicht bei, wenn ich nicht beobachten konnte, welche Fortschritte die Figuren gemacht haben, zumal man, selbst wenn man der Ansicht ist, dass Toriyama für diese beiden keinen Trainings-Arc vorgesehen hat, nicht viel zufriedener mit Son Gokus oder Gohans minimaler Trainingsdarstellung sein kann. Ich bin mir auch sicher, dass jeder von euch gerade ein eigenes Beispiel im Kopf hat, das vielleicht sogar unverzeihlich sein könnte und auf das Wort Asspull ebenfalls zutreffen würde. Aber dass so ein Pseudo-Trainings-Arc nicht immer schlimm sein muss und sogar zu anderen Serien passt, werde ich am Ende nochmal ausführen. Grundsätzlich gibt es für mich persönlich drei Fragen, die ich mit Trainings-Arcs verbinde und die meine Meinung zu diesen prägen. Die erste: Wie viel von einem Trainings-Arc muss ich eigentlich mitbekommen, damit ich zufrieden bin? Ich musste in letzter Zeit viel über Trainings-Arcs nachdenken, als ich zum gefühlt 100. Mal Hajime no Ippo New Challenger schaute. Ich will euch die Serie nicht spoilern, falls ihr sie selbst nach meinem Manga vs. Comics Video nicht nachgeholt habt, aber folgenden Kontext muss ich an dieser Stelle zur Verfügung stellen, nicht nur weil es notwendig ist, sondern weil es mich einfach nicht in Ruhe gelassen hat. In Hajime no Ippo wird das Boxerleben von mehreren Figuren dokumentiert. Zwar hat die Serie einen Protagonisten, dem die Handlung zunächst ausschließlich gewidmet ist, doch schon relativ früh beginnt die Serie auch den Alltag und die Kämpfe von anderen Figuren zu fokussieren. Eine dieser Figuren ist Mamoru Takamura, sozusagen die große Bruderfigur dieser Story. Takamura, neben all dem Wahnsinn, den er mitbringt, ist wohl der beste Boxer, dessen Weg wir begleiten. Im Laufe seiner Karriere bekommt Takamura eine einmalige Chance. Er, als Japaner, darf gegen den amerikanischen Weltmeister Brian Hawk antreten. Eine einmalige Chance deshalb spielt doch Hajime no Ippo in den frühen 90ern, zu einer Zeit, als der Boxsport von Nord-, Mittel- und Südamerika
amerikanischen Athleten und Promotern dominiert wurde und man gerade als Asiate kaum Chancen in den höherstufigen Gewichtsklassen bekam. Diese Chance ist jedoch an zwei Haken gebunden. Zum einen wäre da, dass Takamura weniger als 2 Monate Vorbereitungszeit nach seinem nächsten Kampf bekommt, was zwar wenig ist, aber an sich kein so großes Hindernis für unseren geborenen Champ darstellen sollte. Aber zusätzlich handelt es sich bei Brian Hawk um den Weltmeister des Junior-Mittelgewichts, was für Takamura, dessen natürliches Körpergewicht normalerweise um die 90 Kilo beträgt, bedeutet, dass er es schaffen muss, innerhalb von 2 Monaten, im Winter wohlbemerkt, zu einer Jahreszeit, in der man nicht den Vorteil des Schwitzens aufgrund hoher Temperaturen hat, auf unter 70 Kilo zu kommen. Takamura, der bis hierhin zwar mehrere Kämpfe im Mittelgewicht bestritten hat, für diese jedoch stets mehr Vorbereitungszeit bekam und danach auch wieder umgehend an Gewicht zulegte, kann diese einmalige Chance nicht verstreichen lassen und nimmt das Angebot ohne zu zögern an, was eine Trainingsphase bedeutet, in der wir Zuschauer miterleben, wie er sich auf wirklich ungesunde Weise abhungert. Dies hat neben den offensichtlichen gesundheitlichen Folgen auch psychologische Konsequenzen. Nähert sich Takamura doch mit jedem voranschreitenden Tag dem Wahnsinn. Und glaubt mir, ihr wollt keinen Typen, der mit seinen bloßen Händen einen ausgewachsenen Bären getötet hat, gereizt sehen. Außer ihr spielt Yakuza 5, da ist das cool. Kurz bevor der Kampf anfängt, wünschen ihm all seine Freunde und Trainer Erfolg vor dem härtesten Kampf seines Lebens. Und obwohl es in der Geschichte der Anime und Manga wohl keine egomanischere Figur gibt, die an nichts mehr glaubt, als dass er aufgrund ihrer Stärke niemand auf diesem Planeten ebenbürtig ist, kommen diese aufheiternden Worte selbst Takamura recht. Denn so sehr er seinen Gegner hasst, nicht nur wegen der suboptimalen Trainingsvorbereitung, die er verschuldet hat, sondern auch wegen anderer Provokationen, die unverzeihlich sind, ist Takamura angespannt. Er weiß, dass der Weltmeister verdammt stark ist und zu Recht den Gürtel trägt. Doch dann haut Takamuras Coach eine kleine Rede raus, die Anlass für dieses Video ist. Nachdem alle anderen im Raum Takamura aufheitern und mit typischen Aufmunterungssätzen hypen wie "Ich mache mir gar keine Sorgen, zieh einfach dein Ding wie immer durch" oder "Ich glaube daran, dass wenn dieser Abend endet, du der Weltmeister sein wirst", sind es die abschließenden Worte des Coaches, die mich zum Nachdenken gebracht haben. Zitat: "Brian Hawk ist stark und das angeborene Talent, das er fürs Boxen hat, übertrifft wahrscheinlich sogar deines. Doch hör zu, nicht jeder Mensch, der hart arbeitet, hat auch Erfolg. Aber jeder, der Erfolg hat, hat dafür auch hart gearbeitet. Jeder hier war Zeuge deiner Bemühungen und hat miterlebt, was du durchgemacht hast. Betrete den Ring also mit Selbstvertrauen, denn letzten Endes wird alles, was du ins Training gesteckt hast, deine Fäuste am Leben halten." Bevor jetzt Diskussionen darüber anfangen, dass der Spruch über Erfolg so pseudotiefgründig sei, dass er von einem edgy Teenager als Statusnachricht gepostet werden könnte, oder andere mit dem Einwand kommen, dass nicht jeder erfolgreiche Mensch dies auch aus eigener Kraft geschafft hat, möchte ich 2 Dinge loswerden. Erstens mag ich die grundsätzliche Botschaft, dass es nicht viele Dinge im Leben gibt, die einen weniger betrügen werden, als der eigene Fleiß, den man in etwas gesteckt hat. Und zweitens, das ist nicht mehr der Teil der Rede, der bei mir hängen geblieben ist. Es ist der Teil danach, als der Coach sagt, dass jeder hier Zeuge Takamuras Bemühungen war. Denn an der Stelle denke ich mir jedes Mal, ja, Mann, das stimmt, wir haben alle gesehen, wie krass Takamura trainiert hat. Wir haben gesehen, wie er getrocknete Shiitake-Pilze benutzt hat, bis das letzte bisschen Speichel seinen Körper verlässt. Wir haben gesehen, wie er in einer unerträglich heißen Wohnung in dicken Klamotten saß, damit er wenigstens etwas an Gewicht rausschwitzt. Und als würde das schon nicht reichen, haben wir sogar gesehen, wie er die Suppen seiner Schwester runterspülte und nicht aufgehört hat, wie ein Besessener zu trainieren. Sicher alles andere als gesundheitlich vernünftig und die Serie schafft es auch, diesen Trainingsweg als nicht lobenswert darzustellen, aber der Punkt ist, wir, sowohl seine Freunde, als auch die Zuschauer und Leser waren Zeugen von Takamuras Hingabe für seinen Traum und das nicht zum ersten Mal. Aus diesem Grund würde, unabhängig davon, wie der Kampf letztendlich ausgeht, kaum einer von einem Asspull oder Deus Ex Machina sprechen, wenn Takamura an den Rand der Niederlage gedrängt würde und am Ende doch ein sensationelles Comeback schafft. Ich als übertrieben zynischer Zuschauer würde eventuell im extremsten Fall sowas denken wie, naja, ist das schon so aus, als würde er verlieren? Aber fuck it, der Typ hat es sich auch verdient. Ich verrate euch mal nicht, wie dieser Kampf wirklich verläuft. Doch im Manga gibt es beispielsweise sehr viel später einen anderen Kampf, diesmal des Protagonisten Ippo, der in den meisten Kapiteln auf seine Niederlage hindeutet, weil ihm sein Gegner in Sachen Talent in allen Belangen überlegen ist. Doch langsam aber sicher, und wenn ich langsam sage, dann meine ich langsam, schafft es Ippo, die Kontrolle über diesen Kampf zu gewinnen, sodass damals sehr viele, sowohl Leser als auch Takamura, der beinahe die vierte Wand durchbrüllt, von Bullshit sprach, als Ippo die Wende einleitete. Aber dreimal dürft ihr raten, womit dieser Bullshit gerechtfertigt wurde.
Richtig, mit dem harten Training und der Erfahrung Ippos, die die seines Gegners übertrafen und dessen Zeugen wir stets waren, legt Mangaka George Morikawa doch so großen Wert darauf, dass wir wirklich alles von und vor einem Kampf mitbekommen. Und es ist auch nicht so, dass das immer funktioniert, denn auch Ippo verliert im Laufe der Handlung, weil es manchmal Typen gibt, die erfahrener oder talentierter sind, aber eben auch so hart für einen Kampf trainieren wie er. Genau deswegen frage ich mich, ob es bei Ippo oder anderen Serien überhaupt wichtig ist, dass ich das Training vor einem Kampf in seiner ganzen Länge verfolge und es irgendwann nicht nur ausreicht, dass ich weiß oder anfangs gesehen und gelernt habe, dass hartes Training und Fleiß in dieser Serie wie als imaginäres Gesetz mit Erfolg belohnt wird. Denn dieses Gesetz wird für mich mit voranschreitender Seriendauer zu einem nachvollziehbaren Faktor, wenn man böse ist, auch zum Vorwand oder Ausrede, der mich ganz gut mit Sieg oder Niederlage einzelner Figuren klarkommen lässt, weil diese zumindest auf abstrakte Regeln zurückzuführen sind oder, falls eben nötig, auf die Dokumentation der harten Arbeit, deren Zeuge ich von Anfang an bin. Beides Punkte, die für mich zum Beispiel sowohl in Naruto als auch in Dragon Ball irgendwann zu kurz kamen und mir eventuell eher dabei geholfen hätten, riesige Kräfte-Updates nach, für den Zuschauer zumindest, kurzen Trainingsphasen zu akzeptieren. Und ja, man könnte hier einwenden, dass der kritische Unterschied zwischen Ippo und den anderen beiden Serien der ist, dass eine Niederlage bei Naruto oder Dragon Ball später mit dem Tod oder mit dem Ende der Welt bestraft wird und deshalb Niederlagen keinen Platz in der Narrative haben. Und man könnte auch einwenden, dass Naruto und Dragon Ball sehr früh genug Fokus auf Training gelegt haben und es doch wie bei Ippo ausreiche, dass man später diesen Teil kürzer fassen kann. Allerdings ist es bei Ippo so, dass die Grundelemente des Boxtrainings stets gleich bleiben und das Training eines Boxers nach 3 Jahren oder 4 Jahren möglicherweise nicht ganz so unterschiedlich ausfällt. Bei Naruto allerdings haben wir es nicht nur mit purem physischen Training zu tun, sondern oft mit dem Meistern neuer Techniken. Und bei Dragon Ball übersteigen die Kräfte der Figuren schon so früh den Rahmen von allem, was sich der Zuschauer oder Leser vorstellen kann, dass es einem schwerfallen kann zu verstehen, was die Truppe um Son Goku in den 3 Jahren vor den Cyborgs anders gemacht hat, als in dem einen Jahr im Raum von Geist und Zeit. Ein Gefühl für bestimmte Siegesgesetze wird aber nicht bewusst vermittelt, außer man fasst, der Protagonist muss immer im kritischen Moment die Wende einleiten, als Regel auf. Dass sowas auch anders funktionieren kann, zeigen nicht nur Ippo, sondern auch viele andere Serien. Serien wie zum Beispiel History's Strongest Disciple Kenichi oder Hunter x Hunter schaffen es ebenfalls ziemlich gut, mir Training und etwaige Siegesformeln detailliert und nachvollziehbar zu vermitteln. Gerade im Falle von Hunter x Hunter spielt Training zum Erreichen bestimmter Fähigkeiten nicht nur eine sehr dominante Rolle in der Handlung, es wird auch gleichzeitig sehr deutlich die damit zusammenhängende Regel kommuniziert. Wenn du die Grenzen deiner Fähigkeiten und deines Trainings kurzfristig um ein Vielfaches übertreffen und dadurch siegen willst, musst du einen enorm hohen Preis dafür zahlen. Wie hoch? Nun, Hunter x Hunter ist eine echt gute Serie, also schaut selbst. Aber gerade deswegen muss ich Togashi so loben, weil er eben nicht nur viel Zeit in das Training seiner beiden Protagonisten Gon und Killua investiert, sondern beinahe die komplette Handlung in Hunter x Hunter dazu dient, dass die beiden stärker werden. Zwar haben die beiden Jungs andere primäre Ziele, als stärker zu werden, um diese jedoch erreichen zu können, ist es notwendig, dass sie an sich arbeiten und das tun sie im überwiegenden Teil der Handlung und wir Zuschauer verpassen nichts davon, sodass der Fortschritt ihrer Kräfte für uns immer nachvollziehbar bleibt und wir in kritischen Kampfsituationen verstehen oder sogar vorhersehen können, warum Kämpfe auf eine bestimmte Art enden. Man könnte sogar so weit gehen und sagen, dass Togashi fast in jedem Arc, in dem die beiden vorkommen, mal einen sehr und mal weniger offensichtlichen Trainingsabschnitt integriert und trotzdem die Handlung dadurch nicht stagniert oder wir von den Kampfergebnissen überrumpelt werden. Zwar haben Gon und Killua ziemliches Glück, was das Finden von Mentoren angeht, die scheinbar nichts lieber tun würden, als zwei lächerlich talentierten süßen Killermaschinen weitere übernatürliche Mordinstrumente zur Verfügung zu stellen, aber es gibt auch so viele Momente in Hunter x Hunter, in denen das beste Training, das die beiden bekommen, die Erfahrungen sind, die sie machen bzw. eigenständig meistern müssen. Und ich als Zuschauer und Leser war Zeuge all dieser Momente und habe nichts verpasst, was mir letztendlich dabei geholfen hat, sämtliche Kampfentscheidungen dieser Serie zu akzeptieren. Gerade da hilft es natürlich auch, dass Togashi das Nen-System, aus dem alle Figuren ihre übernatürlichen Kräfte ableiten, in einem hohen Detailgrad erklären lässt und mir somit eine direkte Grundlage an Regeln vorsetzt, die ich eher akzeptieren kann, als spontane, gar willkürliche Entwicklung oder Verwandlungen innerhalb eines Kampfes. Aber ehrlich gesagt will ich an dieser Stelle auch nicht so tun, als hätte ich dieses unnötig komplizierte Nen-System verstanden. Für mich gilt also, dass es mir bei gewissen Serien absolut notwendig erscheint, das Training von Anfang bis Ende zu verfolgen, damit ich, arme Seele, besser mit dem Ergebnis des folgenden Kampfes zurechtkomme. Die zweite Frage, die ich mir bezüglich Trainingsart stelle, lasse ich einer Handlung alles durchgehen, wenn sich der Autor oder Autorin auf Aspekte beruft, die vorher entweder etabliert, im Detail beobachtet oder wenigstens erwähnt wurden? Und ich für meinen Teil würde mich dabei nicht nur bloß
auf die Geschehnisse innerhalb einer Handlung fokussieren, sondern auch auf den Schreibstil des Autors bis zu diesem Zeitpunkt. Wenn sich Son Goku nach einem harten Kampf aufgrund eines einzelnen emotionalen Auslösers in einen Super Saiyajin verwandelt, dann ist das sicher für manche in dem Moment ein Ass-Pull, aber ich denke mir, es ist auch nicht schlimmer als die erst im Freezer-Arc etablierte Regel, dass Saiyajin nach einer Nahtoderfahrung stärker werden, zumal diese Regel später genauso spontan wieder fallen gelassen wurde, wie auch weitere Verwandlungen und neue Regeln eingeführt wurden, mit Ausnahme von Cell vielleicht. Punkt ist, es ist in der Hinsicht konstant. Manche werden sagen, konstant schlecht, aber es gibt diese narrative Konstanz, an die sich gehalten wird, oder Referenzen auf frühere Geschehnisse. Manchmal eben auch beides. Aus diesem Grund stören mich zum Beispiel die wenigen Szenen, in denen Son Goku auf dem Weg nach Namek trainiert, viel weniger als der Raum von Geist und Zeit während des Cell-Arcs, weil mir hier eben das Gefühl dafür fehlt, wie die Figuren in den 3 Jahren vorher trainiert haben und ich bis auf die zu diesem Zeitpunkt schon banal höhere Schwerkraft oder das Antrainieren des Super Saiyajin-Modus als Normalzustand nicht verstehe, was sich im Training verändert hat. Und das ist im Gegensatz zum Beginn von Dragon Ball, wo Toriyama sich entweder Späße mit dem Trainings-Arc erlaubte oder diese gar übersprang, wichtig, weil Trainingssegmente zu diesem Zeitpunkt selbst im Manga mehr Screentime und mehr Bedeutung erhalten. Deswegen kann ich auch anderen Serien eher in dieser Hinsicht vergeben. Denn wenn in Fairy Tail das 100. Mal ein kritischer Kampf durch Nakama-Power und nicht Training entschieden wird und man sich zum 100. Mal darüber ärgert, dann frage ich mich, ob man das Werk überhaupt von Anfang an richtig gelesen hat oder im Anime ein aufmerksamer Zuschauer war. Wenn Luffy im Kampf gegen die CP9 das erste Mal, und nein, der Film zählt nicht, Gear 2 einsetzt, dann wirkt es erstmal willkürlich, weil wir im Gegensatz zu Zoro von Luffy nicht gewusst haben, dass er auf dem Schiff trainiert. Aber ich kann das leicht akzeptieren, weil Oda hinterher diese Fähigkeiten an feste Limitierungen bindet, sowie alle von Luffy später folgenden Gears. Ein tatsächliches Beobachten des Trainings, außer in Flashbacks oder Anime-Fillern, ist also hier für mich nicht notwendig gewesen. Zugegeben will ich jetzt nicht so tun, als würde dies immer unbedingt die narrative Qualität einer Serie retten oder diese kaschieren, aber darum sollte es auch nicht immer gehen müssen. Die Frage sollte nicht sein, ob die Handlung nun schlechter oder besser ist, weil solche Elemente vorkommen oder nicht, sondern ob ich als Leser oder Zuschauer in diesem Moment mit der vom Mangaka gewählten Begründung leben kann. Und für mich gilt da, einzelne Notlösungen hinterher sind hier und da mal okay, wenn sie in den Kontext der Serie passen und nicht als Standardausrede genutzt werden. Zumal ich sowieso jedem Mangaka, der seine Serie unter einem fast unmenschlichen wöchentlichen Erscheinungsrhythmus veröffentlicht, immer Zugeständnisse bezüglich langer Handlung und Zeichenqualität einräumen werde. Ich bin einfach nicht zynisch genug, dies komplett zu ignorieren und schätze eher die, die wenigstens eins von beiden auf hohem Niveau beibehalten können. Aber es hilft zumindest mir immer, ab und an noch zu sehen bzw. zu beobachten, dass sogar diese Notlösungen einfach nicht ausreichen, um sich aus einer Situation zu retten und somit mit meinen möglicherweise neu entstandenen etablierten Erwartungen gespielt wird. Nicht, dass ich einem Toriyama erklären wollen würde, wie man besser schreibt und Leser berücksichtigt, aber wie schockierend wäre es gewesen, wenn eine neue Verwandlung im Manga nicht sofort ausgereicht hätte, um Frieza oder Cell zu besiegen. Naja, fairerweise bekam Son Gohan nach Cells Rückkehr ein Handicap mit seinem verletzten Arm und dass Son Goku nach seiner Verwandlung zum Super Saiyajin God Beerus nicht sofort besiegen konnte, soll auch nicht unerwähnt bleiben. Man könnte fast meinen, professionelle Schreiber haben was drauf und lernen dazu. Neben dem detaillierten Beobachten und dem individuellen Schreibstil des jeweiligen Mangaka ist zusätzlich eine dritte, sehr spezifische Frage für mich relevant, ob und wie sehr ich damit zurechtkomme, wie ein Trainingsart zur Entscheidung eines Kampfes beiträgt. Kleines Beispiel, das zu Beginn Thema war. Ausgehend von allem, was ich bisher in diesem Video gesagt habe, sollte man eigentlich davon ausgehen können, dass in den letzten Jahren nicht so sehr meine Intelligenz beleidigt hat, wie das Ende des Eisenarcs in Bleach. Wir erinnern uns, nach Jahren, buchstäblich Jahren, die Kubo Taito für diesen Arc gebraucht hat, wird der finale Fight dadurch entschieden, dass der Protagonist kurz vor Schluss durch seinen Vater und seinem Zanpakuto ein Training im Stile des Raums von Geist und Zeit bekommt, um seinen Gegner, dem er vorher nicht einmal das Wasser reichen konnte, mit einer finalen Attacke endgültig zu besiegen. Und selbst dieses Training erfüllt alle Kriterien eines Pseudo-Trainings-Arcs. Wir bekommen anfangs noch etwas detaillierter mit, womit es Ichigo in diesem Training zu tun hat, doch der wichtigste Teil wird erneut kurz in einem Flashback zusammengefasst. Und trotzdem hat mich dies weder damals noch heute gestört. Wieso? Wann sind Pseudo-Trainings-Arcs okay für mich? Viele Shonen-Kampfserien, besonders, aber nicht nur aus der Shonen Jump, haben sehr junge Protagonisten, deren charakterliche und physische Entwicklung einen wichtigen Teil der Handlung ausmacht. Also sofern wir es nicht gerade mit einem Saitama zu tun haben, gilt hier immer noch, der Weg ist das Ziel. Dennoch gibt es Shonen-Kampfserien, die dieses Motto lediglich auf die erlebten Abenteuer beziehen und nicht auf die Entwicklung der einzelnen Figuren. Den Grund, warum mich der Pseudo-Trainings-Arc in Bleach nicht gestört hat, oder dass es mich auch nicht stört, dass One Piece nicht über traditionelle Trainings-Arcs verfügt, sehe ich da
darin, dass bereits die Protagonisten Ichigo und Luffy aus dem Standard der üblichen Shonen Jump-Protagonisten herausbrechen. Im Gegensatz zu einem Naruto oder Izuku spielt die Entwicklung und Reifung von Ichigo und Luffy keine große Rolle. Der eine ist bereits reif für sein Alter und der andere, sagen wir es mal so. Kein Zuschauer dieser beiden Serien erwartet, dass sich diese beiden Typen großartig verändern. Denn Stärke ist nichts, woran sie kontinuierlich arbeiten wollen, sondern etwas, das für sie manchmal notwendig ist. Luffy hat nicht vor dem Timeskip trainiert, um der stärkste Pirat aller Zeiten zu werden, sondern weil er Gegner hatte, von denen er wusste, dass er sie noch nicht besiegen kann. Anders würde es aussehen, wenn Zoro der Protagonist von One Piece wäre. Ichigo trainierte nicht bei Urahara, dem Beisatz oder seinem Vater, weil er der stärkste Shinigami sein wollte oder was auch immer, sondern weil ihm vorher klar wurde, dass er auf einen Gegner gestoßen ist, den er noch nicht besiegen kann. Die Progression der Stärke dieser Figuren ist also kein ständiger Teil der Handlung, sondern ist auf bestimmte Geschehnisse innerhalb dieser zurückzuführen. Naruto allerdings beginnt nicht nur als schwacher Kämpfer, sondern auch als ein unreifes Kind. Ein Pseudo-Trainingsakt stört mich hier, weil Kishimoto anfangs so viel Zeit darauf verwendet hat, dass wir dieser Figur beim Wachsen zuschauen. Ernsthaft, nachdem ich zu Beginn von Naruto so detailliert mitbekommen habe, wie Naruto auf Bäume klettert oder das Rasengan gelernt hat, bewirken diese Pseudo-Trainingsarcs, wenn sie denn überhaupt noch vorkommen, nur dass ich mich nachträglich frage, was Naruto im Timeskip mit Jiraiya gemacht hat, außer größer zu werden oder ein etwas stärkeres Rasengan zu lernen. Denn die Progression in den Pseudo-Trainings-Arcs ist deutlich größer und verläuft schneller als in allem, was man vorher gesehen oder wieder einmal übersprungen hat. Definitiv nichts, was meine insgesamt positive Meinung zu Naruto nachträglich trübt. Erst recht nicht bei Dragon Ball. Aber wenn mich einer fragt, welche Shonen-Kampfserien die besten Trainings-Arcs haben, wird es schon komisch zu erklären, dass ein paar meiner Lieblingsserien über keine oder nur wenige gute Trainings-Arcs verfügen. Um es zusammenzufassen, es gibt meiner Meinung nach Serien, die davon profitieren, dass Trainingsarcs einen großen Teil der Narrative ausmachen, sprich diese aktiv vom Zuschauer begleitet werden und positiv zur Akzeptanz von Handlungsverläufen beitragen. Es gibt Serien, deren Schreibstil es möglich macht, komplett auf Trainingsarcs zu verzichten und für den Zuschauer entsprechend keine zuvor etablierten Ausreden bereithalten müssen. Und es gibt Serien, die mit Pseudo-Trainingsarcs, die in anderen Serien den ein oder anderen frustrieren könnten, durchaus alles richtig machen. Und trotzdem gibt es große Serien, die es schaffen, ab einem gewissen Punkt nichts mehr effektiv einzusetzen oder, wenn ich ehrlich bin, mich zufriedenzustellen. Sicher gibt es auch viele weitere Beispiele und Elemente für Trainingsarcs, an die ich jetzt nicht gedacht habe. Und es gibt sicherlich noch mehr Serien, in denen Trainingsarcs vorkommen und dann trotzdem Kämpfe in Momenten resultieren, deren bloße Existenz man nicht akzeptieren will. Aber dies waren die Aspekte, die für mich relevant sind, wenn sich Mangaka entschließen, Trainingsarcs, egal wie lang oder kurz, in ihre Geschichte einzubauen. Möglicherweise bin ich auch einfach zu streng oder zu locker, was das Ganze angeht, aber das dürft ihr jetzt entscheiden. Falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Noch mehr freue ich mich aber immer über Kommentare. Welche Trainingsarcs in Serien mochtet ihr? Oder welche Serie hat euch mit dem schlimmsten Handlungsverlauf, der einfach nicht mehr erklärbar war, den Verstand geraubt? Bei diesen Beispielen bitte übertreiben, damit man wenigstens darüber lachen kann. Falls ihr das erste Mal auf diesem Kanal seid und zum Beispiel den Teil über Hajime no Ippo interessant fandet, ich habe schon mal über Ippo gesprochen, als ich die Darstellung von Bewegungen in Comics und Manga verglich. Das Video ist sogar ganz okay. Ihr könnt auch gerne das andere Zeug anschauen, das ich wirklich viel zu selten veröffentliche. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!